dass viele von euch Lust haben, frisches Brot selber zu backen. Das habe ich wieder gesehen an meinem Schüttelbrot. Da habt ihr mir ja so wunderbare Kommentare hinterlassen. Und ich habe gestern noch ein Sauerteig-Dinkelbrot gebacken. Total lecker, aber ein Sauerteigbrot bedarf ein bisschen Zeit. Und viele von euch trauen sich nicht so richtig an Sauerteig oder haben nicht die Lust oder die Zeit, ein Anstellgut zu pflegen. Was aber dann nicht bedeutet, dass man kein frisches Brot backen kann, das kann man trotzdem machen und ihr werdet lachen. Für dieses Brot habe ich meinen Backofen schon vorgeheizt auf 190 Grad Umluft, weil dieser Teig, obwohl er Hefe enthält, weder gehen noch stehen muss. Der Teig wird sofort gebacken, also habt ihr ohne die Rührzeit in einer Stunde ein frisches Brot auf dem Tisch. Das ist wunderbar. Und für mein Brot, auch ein Dinkelbrot, brauche ich 500 Gramm Dinkelmehl. Das ist Typ 630. Ich brauche ein Päckchen Trockenhefe, 15 Gramm Salz und einen halben Liter lauwarmes Wasser. Ich habe jetzt hier noch in Wasser eingelegte Körner, und zwar 140 Gramm. Dann nehme ich natürlich, weil die ja mit Wasser vollgesogen sind, ein bisschen weniger von dem lauwarmen Wasser. Ihr könnt in diesen Teig reinmachen, was ihr gerne möchtet, an Gewürzen, Anis, Fenchel, Kümmel, was immer ihr mögt. Ihr könnt auch gerne Nüsse da reinmachen, habt ein schönes Nussbrot. Und als erstes werde ich zu meinem Mehl die Hefe rühren, einmal schön unterrühren und dann gebe ich das in die Küchenmaschine, gebe schon mal so langsam ein bisschen Wasser dazu, dann die Kerne und dann auch das Salz und weiter Wasser. Wie viel Wasser ihr dann dazu geben müsst, wenn ihr auch Kerne da drin habt, das seht ihr gleich, wie die Konsistenz von dem Teig ist. Dann werde ich noch meine Kastenform hier einfetten, mit Mehl bestäuben und dann kommt der schon in den Backofen. Das ist unglaublich und das ist richtig lecker. Meine Form ist schön eingefettet und mit Mehl ausbestäubt und mein Teig ist fertig gerührt. Und jetzt zeige ich, ich habe ein bisschen Mehl schon an den Händen, zeige ich euch mal, wie der aussieht. Wenn ihr beim Rühren merkt, dass der Teig sich vom Boden ablöst, dann ist der auch schon gut. Das dauert so 5 Minuten und dann habt ihr so einen schönen Teig und den legt ihr euch jetzt einfach in Form, so dass der in eure Backform passt. In meinem Fall ja diese kleine Kastenform, die finde ich, die reicht immer völlig aus für 500 Gramm Mehl. Das ist wunderbar. Und jetzt kommt der Teig auch direkt schon in den Backofen. Und wenn das Brot so ein paar Minuten gebacken hat und ihr seht, das wird braun, dann schneidet ihr das ein. So mache ich das jetzt auch. Einfach, damit das Brot nicht willkürlich reißt, sondern da reißt, wo ich das gerne möchte. Und nach einer Stunde ist das Brot schon fertig. Nach einer Stunde Backzeit und ein bisschen Auskühlzeit ist das leckere Brot auch schon fertig. Ich habe zwischendurch zweimal in den Backofen mit Wasser gesprüht. Jetzt schaut mal hier rein und habe dann richtig leckeres Brot selber gebacken. Und zwar so schnell und so einfach. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, am Sonntag habe ich ja noch einen Livestream. Da gibt es ja auch was zu gewinnen. Ich hoffe, dass wir richtig viel Spaß miteinander haben. Und ich habe noch einen kleinen Hinweis für euch. Ich habe mir für meine kleinen Wäschen hier Blumen gekauft. Und diese hier heißt Gärtnerschreck, weil die so lange hält. Und das solltet ihr euch behalten. Wer das nämlich weiß, der kann auch was Schönes gewinnen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Brot. Und wir sehen uns am Sonntag. Bis dahin, eure Bea.